Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und der Autor der Laufbibel. Ich möchte euch in diesem Film alles über das Traktus-Syndrom zeigen. Eine Verletzung, die Läufern an der Kniegelenksaußenseite Probleme macht. Dafür haben wir Steven zu Gast, der in seiner ersten Marathonvorbereitung genau dieses Problem erlitten hat. Wir wollen mal sehen, was da dahinter steckt. Steven, warum bist du zu mir gekommen? Ich habe Schmerzen seitlich im Knie. Okay. Wann treten denn diese Schmerzen auf? Im Alltag oder beim Training? Wann hast du das? Nur beim Training. Nur beim Training. Ja. Und du läufst ja schon einige Jahre, hast du mir gesagt. Ja. Seit wann hast du denn diese Kniebeschwerden? Seit knapp einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja. Und wichtig ist jetzt, ist da irgendwas Besonderes im Vorfeld passiert? Hast du mehr trainiert als sonst? War da irgendeine Wettkampfvorbereitung? Ich hatte für den Marathon natürlich trainiert. Okay, und war das dann bei intensivem Training oder bei einem besonders langen Lauf, als das beim passiert Langlauf ist? War das. Und dann zack reingeschossen? Ja, oder? Genau. Ja. Okay, jetzt bist du ja schon eine Weile damit zugange. Ja. Was ist denn bislang passiert? Hast du schon Therapiemaßnahmen begonnen? Ich war beim Physiotherapeuten, orthopädische Einlagen habe ich bekommen. Ja. Und das war es eigentlich dann. Okay, und hast du eine Besserung wenigstens phasenweise dadurch gehabt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nein. Okay, dann wollen wir jetzt mal rausfinden, woran das liegt. Ja. Ich möchte euch jetzt erklären, was es mit dem Wort Traktus tatsächlich auf sich hat. Der Traktus iliotibialis ist eine feste Sehnenplatte, die hier vom Beckenkamm über den äußeren Oberschenkel bis hinab zum Kniegelenk verläuft und hier vorne außen am Kniegelenk ansetzt. Durch diesen langen Verlauf können Beschwerden an unterschiedlichen Stellen auftreten. Ganz klassisch sind die Beschwerden hier an der Außenseite des Kniegelenkes. Wenn man ein älteres Lehrbuch aufschlägt, so wird dort immer von einem Schleimbeutel berichtet, der sich etwa an dieser Stelle befinden kann, an der der Traktus über den Knochen des Oberschenkels reibt. In seltenen Fällen ist das auch mal so. In der Mehrzahl der Fälle haben wir es aber mit einem Spannungsproblem dieser Sehnenplatte zu tun, die hier oben durch einen Muskel, den Tensor fascia lateri, gespannt wird. Und so kann es durchaus passieren, dass Schmerzen in diesem Bereich ihre Ursache im Bereich des Beckens und der Hüfte haben. Nicht selten behandle ich nur hier oben und trainiere nur hier oben in diesem Bereich, um diesen Schmerz zu lösen. In einigen Fällen kann es auch mal anders sein. Ihr seht, differenzierte Diagnostik tut Not. Ist das Traktus-Syndrom, was übrigens auch Läuferknie genannt wird, eigentlich ein häufiges Beschwerdebild? Man kann dies sagen, wenn man Ausdauersportler aus dem Laufsport nimmt, die verletzt sind, so betrifft 14% dieser Sportler das Traktus-Syndrom. Aber auch in anderen Sportarten wie Rudern, Feldsportarten oder Radsport kann eine Reizung an der Kniegelenksaußenseite auftreten. Wer ist besonders gefährdet dafür? O-beinige Sportler, weil wir mehr Spannung auf den äußeren Sehnenpassagen haben, aber auch Sportler mit Fußfehlstellungen, besonders aber auch mit Instabilität des Beckens innerhalb der Laufbewegung. Und so kommt also der neuromuskulären Stabilität der Beinachse eine besondere Bedeutung bei diesem Beschwerdebild zu. Und wie wir das genau untersuchen, das werden wir jetzt sehen. Wir werden jetzt das Traktus-Syndrom von Steven untersuchen. Entscheidend ist, kann ich das Hüftgelenk auf der betroffenen Seite durchbewegen? Das kann ich. Kann ich auch das Kniegelenk auf der betroffenen Seite durchbewegen? Auch das kann ich. Und es ist ganz typisch, dass das Kniegelenk eben keinen strukturellen Schaden aufweist. Das heißt, ich merke kein Reiben und es ist nichts gerissen. Das ist ein funktioneller Schmerz hier auf der Außenseite. Gleichwohl kann man mitunter durch Druck hier etwas auslösen. Tut das hier weh? Da schon. Das ist die Stelle, wo manchmal auch ein Schleimbeutel sitzt. Wir werden gleich im Ultraschall nachsehen, ob das so ist. Aber interessanter ist noch, die Funktionskette zu beachten. Wenn man sich hier die Wadenmuskulatur anschaut und den Fuß, dann sieht man eine leichte Krallenzehenstellung. Man sieht einen etwas höheren Spann. Wir haben es hier mit einem Hohlfuß zu tun, der gerne verbunden ist mit viel Spannung in der Waden- und Unterschenkelmuskulatur. Und so ist es häufig, dass bei Traktus-Syndromen auch Schmerzen in dieser Verkettung auftreten. Das heißt, hier im Bereich des Wadenbeins, das tut dir bald mehr weh eigentlich als an dieser Stelle. Ne? Also zwar tritt beim Laufen der Schmerz hier auf, aber im Rahmen der Verkettung gibt es hier Ärger. Und der Ursprung von diesem Traktus ist ja oben am Beckenkamm. Und wenn ich hier am Beckenkamm auf diesen spannenden Muskel fasse, hier, ja. Das, wie ist das hier? Tut weh, ja. Oh.
Da zuckt er richtig zusammen. Das tut ihm wirklich weh. Also hier oben ist der Hotspot. Das heißt, ich muss gleich noch sehen, ist das Kreuzdarmbeingelenk blockiert? Wie steht das Becken? Und wir werden uns natürlich der Sorgfalt halber darum kümmern, ob hier ein Schleimbeutel ist. Deshalb machen wir jetzt einen Ultraschall. Ich glaube aber nicht, dass da viel bei rauskommt. Das andere scheint mir wichtiger zu sein. Wir werden jetzt das Knie von Steven im Ultraschall untersuchen. Ich hatte schon angedeutet, dass man meistens nichts sieht, weil diese Schleimbeutelentzündung, die es da sehr wohl gibt, verdammt selten ist, gerade bei Läufern. Und wir schauen jetzt bei Steven einmal nach. Hier vorne sehen wir diesen Oberschenkelknochen und darüber verläuft der Traktus, da ist der Bösewicht. Aber darunter sehen wir eben keine Schleimbeutelentzündung. Damit ist diese Sache sehr, sehr schnell ausgeräumt. Wir haben es also mit einem myofaszialen Problem zu tun, also ein Muskelfaszienproblem. Und wir haben kein Problem hier an der Kniegelenksaußenseite im Sinne einer Strukturveränderung. Was machen wir jetzt? Wir machen weitere Untersuchungen. Wir wollen sehen, wie ist die Fußfehlstellung zu beurteilen, die ich eben schon erkannt habe. Das machen wir in der Fußdruckmessung. Und wir werden eine Bewegungsanalyse durchführen, um zu sehen, gibt es da ein O-Bein, was hier mehr Stress drauf macht oder gibt es Probleme in der Beckenstabilität. Deshalb jetzt, Steven, Bewegungsanalyse. Wir führen bei Steven eine Fußdruckmessung durch, um die Druckverteilung unter der Fußsohle erkennen zu können und Fehlbewegungen von Fuß- und Sprunggelenk zu diagnostizieren. Wir führen eine Markierung von Sprunggelenken, Kniegelenken und Hüftgelenken durch, um in der Bewegungsanalyse die Achsverhältnisse und die Bewegung der Gelenke zueinander genau analysieren zu können. Mit der Stoßwellentherapie, die in diesem speziellen Falle nicht am Schmerzpunkt am Kniegelenk stattfindet, sondern im Bereich der Hüftgelenksmuskulatur, die für die Verspannung des Traktus verantwortlich ist, können wir eine hohe Energie ins Gewebe übertragen und damit eine Regeneration erzeugen. Eine Injektion mit muskelentspannenden Mitteln in die Triggerpunkte hinein kann die Spannung im Traktus iliotibialis lösen. Die Spritze erfolgt nicht in den Schmerzpunkt, sondern in die verspannte Muskulatur im Hüftgelenksbereich. Die Lasertherapie erhöht die Energiebereitstellung in den Zellen des schmerzenden Gewebes und wird über sämtliche Triggerpunkte des Traktus iliotibialis angewendet. Mit einem Tapeverband können wir die Muskelspannung im Traktus iliotibialis reduzieren. Die Anwendung einer Kältetherapie hilft, akute Schmerzen zu lindern. Steven, wir haben jetzt in der Untersuchung gesehen, dass dein Traktus außen am Knie wehtut, weil du eine Verspannung an der ganzen äußeren Beinseite hast. Also auch oben im Hüftgelenksbereich und sogar unten im Wadenbeinbereich. Wir müssen jetzt deine Biomechanik optimieren, bevor wir in die Therapie gehen. Und dies zu verstehen, haben wir eine Bewegungsanalyse gemacht. Und bei einer Bewegungsanalyse, das kannst du auch hier in der Laufbibel sehr gut sehen, kann man dann feststellen, wie bei dir, dass eine vermehrte Beckenbeweglichkeit dazu führt, dass der Traktus vermehrt gespannt wird. Und das macht ihm Stress und dann kommt es eher zu solchen Problemen, wie wir sie hier haben. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir haben, ist deine Schuh- und Einlagenversorgung. Du hast diese mitgebracht. Und wir sehen hier einen Schuh, der auf der Außenkante maximal abgerieben ist. Der hat jetzt schon einige Kilometer. Das ist auch okay, aber normalerweise müsste die Belastung etwas besser verteilt sein. Du bist also, wie so viele Läufer mit einem Hohlfuß, ein Supinierer, ein Läufer auf der Außenkante. Jetzt hat man dir eine orthopädische Einlage verordnet, ohne deine Bewegung kennengelernt zu haben. Und die hat eine Unterstützung hier an der Innenseite. Die hebelt dich also noch weiter nach außen. Insofern brauchen wir für dich eine andere Schuh- und Einlagenversorgung. Der Schuh sollte neutral aufgebaut sein und du brauchst mal einen neuen. Und die Einlagenversorgung, die da reinkommt, sollte eine Einlagenversorgung mit einem entspannenden Zehensteg im Vorfußbereich sein. Das heißt, wir können über die Einlage deine Fußsohle in eine Dauerdehnung stellen. Damit können wir diese Übungen zur Entspannung des Traktus auch über die Einlage
verbessern und verstärken. Wir gehen jetzt rüber in die Therapie, wo wir dir dein individuelles Übungsprogramm zeigen werden. Die Frage aller Fragen, wird das wieder gut? Das Traktus-Syndrom bessert sich in 90% der Fälle binnen weniger Monate durch die richtige Therapie. Richtige Therapie heißt richtige Schuh- und Einlagenversorgung, gute Arbeit durch den Arzt und Physiotherapeuten, aber auch intensive Mitarbeit durch den Sportler. Operative Maßnahmen sind bei diesem Problem selten angezeigt und der Sportler sollte sich deshalb unbedingt auf seine konservative Therapie, also das Training auf der Matte mit der Faszienrolle und mit den Athletikübungen konzentrieren. Mit dem Flossingband schaffen wir eine Kompressions- und Dekompressionstherapie über dem schmerzenden Gewebe. Hierdurch wird die Ernährung des oftmals nur über Diffusion ernährten Sehnengewebes verbessert. Außerdem erreichen wir eine Lösung von Verklebungen der Faszien, was insbesondere beim Tractus iliotibialis Syndrom von großer Wichtigkeit ist. Bei diesen Ausfallschritten auf einer instabilen Unterlage wird über ein Theraband ein Zug durch die Therapeutin erzeugt, den der Sportler mit einer Kniebewegung nach außen beantworten muss. So wird die Beinachsenstabilität verbessert. Idealerweise werden pro Seite 3x10-20 Wiederholungen durchgeführt. Durch diese Bridging-Übungen werden große Gesäßmuskulatur und Hüftabspreizer trainiert. Die Hüftabspreizer werden besonders durch das Öffnen und Schließen der Beine angesprochen. Diese Übung ist besonders effektiv zur Verbesserung der Beinachsenstabilität. Die Hüftgelenksaußenrotatoren kann man ideal mit einem Rubberband trainieren. Die Übung dient zur besseren Stabilisierung vom Becken-Beinachsen-Übergangsbereich und entlastet damit den Tractus iliotibialis. Es werden 3x10 Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Aus dem Seitstütz kann man das Anheben des oberen Beines mit einem Rubberband trainieren und damit die Übung wesentlich erschweren. 3x10-15 Wiederholungen pro Seite sind hier bereits eine sehr fordernde Übungsanzahl. Die Aufsteiger am Kasten, von mir für Läufer in der Regel die Parkbankübung genannt, weil man sie dort hervorragend durchführen kann, ist eine optimale Übung, um die Gesäßmuskulatur und somit die Streckung beim Laufen zu trainieren. Man trainiert üblicherweise 3x10 Wiederholungen pro Seite. In Seitenlage kann mit einer Faszienrolle fast die gesamte Länge des Tractus iliotibialis gelockert werden. Durch diese Faszienbehandlung werden Verklebungen gelöst und schmerzhafte Triggerpunkte gelockert. Üblicherweise werden 10 Wiederholungen pro Seite gerollt. Sollte der Schmerz unter der Behandlung zu groß sein, kann der Fuß auf dem Boden abgelegt werden, um den Druck zu verringern. Mit dem Faszienball kann man anders als mit der Faszienrolle gezielt den sogenannten Schenkelbindenspanner behandeln. Dies ist ein kleiner Muskel auf der Hüftaußenseite, der für den Spannungszustand des Tractus iliotibialis verantwortlich ist. Mit kleinen kreisenden Bewegungen kann man punktuell Triggerpunkte in diesem Muskel lösen. Behandeln Sie jede Seite für eine Minute mit dem Faszienball. Die Dehnung des Tractus iliotibialis bzw. des im äußeren Hüftbereich gelegenen Schenkelbindenspannermuskels ist nur durch wenige Übungen gut zu erreichen. Bei dieser Übung hier wird durch die Dehnung über die gesamte äußere Beinseite und das nach innen Schieben des Beckens dieser Muskel perfekt erreicht. Halten Sie die Übung für mindestens 20 Sekunden. Das war unser Film zum Thema Tractus-Syndrom, manchmal auch Läuferknie genannt. Wir haben bei Steven gesehen, dass es sich hier oftmals um eine Verkettungsproblematik handelt. Die Spannung vom Hüftgelenk außen zieht runter zum Knie und verursacht dort unten die Schmerzen.
Wir müssen also dort behandeln, wo die Schmerzen entstehen und nicht immer dort, wo es weh tut. Wie macht ihr das? Ihr trainiert eure Beinachsenstabilität, ihr achtet darauf, mit einer Faszienrolle die Triggerpunkte zu bearbeiten und achtet bitte als drittes immer darauf, dass ihr Umfänge nicht zu schnell steigert. So kommt ihr schnell wieder in die Laufschuhe zurück und Steven natürlich auch. Wenn ihr noch andere Probleme habt, findet ihr 9 weitere wichtige Laufverletzungen in unserem Videokanal und vergesst nicht, uns euren Laufkollegen zu empfehlen.